Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal Mama Kügelchen und herzlich willkommen zu einem neuen Temu-Haul. Ja, ich habe es schon wieder getan. Ich durfte mir bei Temu diverses an Produkten aussuchen. Und was ich mir ausgesucht habe in der Kategorie, und jetzt kommt's, Garten. Weil die Gartensaison hat begonnen, nicht nur bei mir, vielleicht auch bei euch. Oder Balkon, Terrasse, wie auch immer. Ich habe mir da so einiges diverses ausgesucht, was ich euch natürlich zeigen werde. Ich versuche euch auch die Produkte zu präsentieren. Es regnet. Ja, ich bin nicht aus Zucker, ne? Ich probiere es auf jeden Fall, euch hübsche Aufnahmen und Bilder einzufangen. So, Temu. Wenn ihr auch mal bei Temu bestellen möchtet, dann nutzt doch gerne meinen Code. Den blende ich euch dauerhaft hier ein. Hier ist er auch gerade eingeblendet. Mit dem Code könnt ihr ein 100-Euro-Gutscheinpaket bekommen. Das gilt für Neukunden und auch vor allem für Bestandskunden, die so einen Code noch nie angewendet haben. Also diesen Code benutzen, oben in die Suchleiste eingeben und dann werdet ihr zu dem Gutscheinpaket weitergeleitet. Genau. So, ja. Temu hat netterweise mir wieder die Sachen kostenlos zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Ich freue mich auch auf die weiteren Videos. Die stehen da und warten, also die Sachen stehen da und warten, bis ich sie gleich vor die Kameralinse halte. Ja, ich würde sagen, ich fange jetzt an. Das ist, wie gesagt, Kategorie Garten von Deko, Nützlichem und Licht, würde ich sagen. Aber Licht gehört auch mit zur Deko, ne? Genau. Und Premiere. Ich bin das erste Mal mit einem Zollstock nach draußen gegangen und habe was ausgemessen, damit es bloß die richtige Größe ist. Ich habe es noch nicht ausprobiert, das machen wir gleich. Ich hoffe, ich habe mich nicht vermessen. Verschätzt diesmal auf keinen Fall, wenn dann vermessen. So, wir fangen an und zwar mit diesem Produkt. Das ist ein Windrad. Der Luca liebt Windräder über alles und jedes Mal, wenn wir in dem Baumarkt sind, möchte er unbedingt ein Windrad haben. Deswegen habe ich ihm jetzt so mal 1 bis 3 Windräder gekauft. Und eins darf der Mann, nee, der darf gleich alle aufbauen. Der macht das. Ja, das ist so ein kleines Bienchen, was sich dann im Wind drehen soll. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ich baue das gleich auf, finde ein schönes Plätzchen im Garten und dann hoffe ich, dass es ein schönes kleines Windspiel gibt. Genau. So, nächstes Windspiel ist dieses hier. Das ist so ein großes, buntes Windrad und da fährt der voll drauf ab. Also die kosten ja auch gerade, ich meine, um die 10 Euro sind die ja im Baumarkt oder sonst wo zu kriegen. Das ist nicht ganz ein Einzelteil, das zerlegt, aber da werden wir auch gut basteln müssen. Ich sehe hier auch keine Bastelanleitung. Deswegen bin ich gleich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Aber auch dafür finden wir ein schönes Plätzchen. Ich denke mal, das geht so alles so ein bisschen Richtung Sandkasten. Wir haben ja einen riesen Sandkasten im Garten. Da werden wir das wohl aufstellen. So, jetzt suche ich das letzte Windrad raus. Ich habe gesagt, du sollst ruhig sein. Wenn du hier sitzen möchtest, dann musst du leise sein. Der Ehemann ist zu Hause. Das müsste das letzte Windrad sein. Und ja, das ist es. Das hat mir ganz besonders gut gefallen. Hätte ich gewusst, dass das in so vielen Einzelteilen kommt, hätte ich es im Warenkorb, also hätte ich es nicht bestellt. Das ist ein Flugzeug. Und das ist wirklich jede kleinste Schraube zerlegt. Und ich bin überlegen, dem Mann seinen Werkzeugkasten jetzt zu geben, Licht anzumachen. Das, nee, machen wir gleich. Ja, hier ist aber eine Aufbauanleitung dabei. Na, wenigstens etwas. Wow. Bilder. Ja, genau. Also ich denke, ich hoffe, das ist, ja, das ist machbar, dass wir das aufbauen und ich freue mich drauf. Und das ist aus Blech, würde ich sagen. Ja, Blech, ne? Das kommt aber wahrscheinlich woanders hin, aber dafür finden wir auch noch ein schönes Plätzchen. Ich bin leider mit meinem neuen Beet noch nicht fertig geworden, sonst hätten wir alles da reinstopfen können, aber das dauert noch ein bisschen, bis ich das fertig habe. So, das sollte es an Windspiel gewesen sein. Machen wir weiter. Ganz unscheinbar ein kleines schwarzes Säckchen. Ich wollte mal mit den Kindern ausprobieren, Kartoffeln selber anzupflanzen. Ich habe mir auch richtige Pflanzkartoffeln oder diese Kartoffelsetzlinge schon bestellt. Ein Kunde von mir, der Pflanzkartoffeln an und der bringt mir demnächst 3 Pflanzkartoffelchen mit. Ich habe nämlich hier so ein Säckchen.
Das ist ein Pflanzsäckchen und das sollte auch eigentlich eine Tür haben. Eine Tasche. Hier eine Öffnung. Wo man dann unten an die fertigen Erdäpfel drankommt. Genau, hier ist dann ein Loch, da könnt ihr dann unten die Kartoffeln raus ernten. Und ja, ich denke, wenn ich da 3 Setzlinge reinsetze, dass wir da eventuell und hoffentlich einen guten Kartoffelertrag haben. Und dass die Kinder auch mal sehen, wo die Pommes eigentlich wächst. Aber die mögen auch Kartoffeln. Genau, ein kleines Pflanzsäckchen. Da bin ich gespannt, da freue ich mich sehr drauf. Und die werden aber nicht vor dem 1. Mai, soll ich sie nicht auspflanzen. Richtig. So, ich mache jetzt hier links weiter, damit ich Platz kriege. Das ist das. Das ist jetzt das Stück, wofür ich mit dem Zollstock extra rausgelaufen bin. Ich wollte nämlich den Mann auch nicht enttäuschen, weil ich ihm das Vorfreude gemacht habe. Wollte ich ihn nicht enttäuschen, dass es nicht passt. Das ist eine neue Grillabdeckung. Unser Grill steht bei Wind und Wetter draußen. Er ist zwar teilweise überdacht, aber der kriegt auch Wind und Wetter ab. Und das sieht man auch der derzeitigen Abdeckplane sehr an. Deswegen habe ich eine neue bestellt und die habe ich ausgemessen. Und ich bin gleich übelst gespannt, ob die wirklich passt. Und dann nehme ich euch natürlich mit. Video habe ich euch bestimmt jetzt schon eingeblendet. Oder blende ich euch jetzt ein. Oder ich weiß nicht, wo ich die Videos immer einsetze. Das gucke ich immer beim Schnitt. Auf jeden Fall eine neue Abdeckplane für den Grill. So, hier machen wir weiter. Das ist ein Karton. Den habe ich noch nicht aufgemacht. Noch nicht ganz. Weil ich schon gesehen hatte, was drin war. So, und zwar auch wieder was zum Bauen. Ich habe extra so viel zum Bauen bestellt, weil ich genau wusste, der ist heute zu Hause. Das ist ein Pflanzentischchen. Auch für draußen habe ich mir so in der Nähe unseres Hauseinganges vorgestellt, dass wir haben da eine Bank vor der Haustür stehen, dass da noch dieses Tischchen dahin kann, wo ich dann 2 Pflänzchen draufstelle. Stelle ich mir ganz schön vor. Da bin ich auch gespannt, wie das aussieht. Der Aufbau sollte aber eigentlich schnell vonstatten gehen. Das sind nur ein paar Schräubchen. So soll es fertig aussehen. Ich bin gespannt. Als nächstes habe ich hier ein Glas bestellt. Und zwar habe ich an meiner Monstera, an einer meiner beiden, einen Ableger gefunden. Den habe ich natürlich entfernt und der steht im Wasser, damit der schön Wurzeln schlägt, damit ich eine dritte Monstera hier anpflanzen kann. Und dafür gab es bei Temu so ein schickes Glas. Das ist zu Dekorationszwecken geeignet oder zum Ziehen von Wurzeln. Also ihr macht hier Wasser rein, könnt dann hier euren Setzling reinstecken. Finde ich ultra, finde ich schön, finde ich toll, finde ich praktisch. Werde ich gleich auf jeden Fall den Setzling umsetzen ins Wasser. Fängt auch schon an Wurzeln zu ziehen. Und dann habe ich bald eine dritte Monstera. Aber hier drin darf er noch ein paar Monate, Wochen, ich weiß nicht wie lange es dauert, wohnen, bis die Wurzeln weit genug sind, dass ich sie einpflanzen kann. Genau, finde ich richtig cool. Als nächstes habe ich bestellt eine neue Hausnummer. Es ist nicht so, als hätten wir keine Hausnummer im Haus, aber wir mussten die an 2 Seiten anbringen, weil es sonst zu Verwirrungen führte, dass wir die Hausnummer 1 sind. Die werden wir aber noch nicht anbringen. Unser Haus muss noch komplett gestrichen werden. Und das werden wir hoffentlich in naher Zukunft machen. Und dafür habe ich dann schon mal eine neue Hausnummer gekauft. Und ich finde die so richtig schön. Versuch mal, die weiter auszupacken. So schaut sie aus. Ich finde die schön. Ich finde die richtig schön. Montagematerial ist dabei. Werden wir wahrscheinlich nicht nutzen können, weil diese Dübel einfach in unserer Dämmung nicht halten. Da werden wir uns dann bei Zeiten, wenn die Zeit da ist, eine andere Befestigung überlegen. Auf jeden Fall, ich finde die richtig schön. Mir gefällt sie. So, als nächstes, es klappert schon wieder und der Karton ist immer noch auch nicht auf. Aber auch da weiß ich, was drin ist. Gucken, ob ich mit der Hausnummer den Karton aufmache. Ja. Kann man auch als Messer benutzen. So, jetzt kommen wir wirklich in den Garten. Und da habe ich mir Aufhängungen für in den Boden zu stecken. Versteht ihr, was ich meine? Das sind so Stecker, die steckt ihr in den Boden und dann könnt ihr da was dranhängen. Sei es ein Blumentopf, eine LED-Lampe,
also eine Solarlampe. Die sind relativ hoch, da könnt ihr auch eine Lichterkette dran machen. So war es nämlich auch eigentlich mein Plan. Da muss ich aber gucken, ob ich noch eine Lichterkette finde, die so lang ist. Ja, finde ich sehr schön, auch für Wegbegrenzung quasi oder so eine Wegbegrenzung, eine Wegbeleuchtung kann man da. Ne, mit so einer Lichterkette, einer langen LED-Solarlichterkette, eine Wegbegrenzung. Das ist doch die Idee. Hm. Genau, das ist ein Erdspieße, sollte eigentlich recht gut in den Boden verankert sein. Und es fühlt sich auf jeden Fall sehr massiv an, dass es nicht direkt bei jedem Sturm umkippt. Und darauf freue ich mich auch sehr. Die hatten sowas auch in ganz groß, dass du wirklich richtig viele große Lichterketten hier wirklich, dass du auch unterherlaufen kannst, anbringen kannst. Das fand ich jetzt ein bisschen übertrieben. So wirklich für Beetbegrenzung oder Wegbegrenzung fand ich das richtig super. Dann habe ich hier was drin. Und das müsste noch Thema Garten sein. Okay, ist alles Garten, ne? Aber Osterhase. Also Ostern dieses Jahr ist vorbei, ja. Aber komischerweise kommt Ostern und Weihnachten kommen ja jedes Jahr, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, geht nicht unter. Habe es mir ein bisschen größer vorgestellt, ne? Katja und Marcel wieder. Da sind wir wieder beim Thema. Aber fand ich cool. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen erschreckend aus, weil es wirklich richtig klein ist. Und weil es sehr dreckig aussieht, aber das ist so rostig. Das soll auch rostig sein. Aber so rostig hätte ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Die ist mit Pulver eingeschmiert. Das sind so, ja, Roststecker. Und wir haben auch schon Roststecker mit Erdmännchen im Garten. Und dann haben wir nächstes Jahr auch noch Osterhasis. Genau. Die fand ich richtig cool. Da, die werden in die Osterkiste gelegt, wo die Osterdeko auch ist, die für draußen ist. Und dann kann ich die nächstes Jahr draußen verwenden. Ich stecke sie euch zur Demonstration natürlich noch in irgendeinen Erdtopf, Blumentopf, Kübel, um euch zu zeigen, wie schön das aussieht vor Frühlingsblumen. Genau, so. Und außerdem, ich habe noch Osterdeko draußen stehen, dann kann ich das auch noch dazu. So, fertig. Was machen wir als nächstes? Als nächstes habe ich hier so Blumenpötte, sind es nicht. Körbe, würde ich jetzt mal so sagen, um an ein Balkongeländer zu hängen. Da wir ja in jedem Zimmer, außer in den Badezimmern, bodentiefe Fenster haben, haben wir natürlich auch Balkongitter vor den Fenstern, wo ich gerne diese Körbchen dranhängen würde, um dann da ein Blümchen reinzuhängen. Wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob es eine Kunstblume wird oder eine richtige, weil die muss ich ja auch gießen. Dafür habe ich aber was anderes eingepackt. So, ja, so sehen die aus. Die werden einfach so an das Geländer gehangen. Dann könnt ihr da einen Blumentopf reinstellen. Und ja, sieht sehr hübsch aus. Ich freue mich darauf, das zu dekorieren und dem Haus noch ein bisschen mehr Gemütlichkeit und ja, bewohnlicher zu machen. Richtig. So, zum Thema, ich vergesse es sonst zu gießen. Gucken wir mal, wie sich das hier so bewährt. Das sind so, ja, nicht selbstgießende, also die musst du schon füllen, ne? Die holen sich das Wasser nicht von irgendwo. Aber dann steckst du die in die Blume und dann geben die das Wasser wohl nach und nach ab. Ich muss mal testen, wie das funktioniert. Ich habe sowas noch... Ah ja, jetzt habe ich es kapiert. Also, hier in das Schnäbelchen tut ihr Wasser rein. Und hier unten... ist das Ton? Ich weiß es nicht. Es ist irgendeine Steinsandart. Und ich vermute mal, dass die so nach und nach Wasser abgibt. Hm? Schlau. Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Ja, ich habe ja diverse Pflanzen hier drin. Aber vor allem geht es mir um die Pflanzen, die tatsächlich... an den Fenstern draußen hängen, weil da denke ich nicht immer dran, ne? Und der Regen kommt auch nicht immer überall dran. Gab es viermal, gab es natürlich auch noch in anderen Formen und Farben, aber ich fand die jetzt auch vor allem, der Sommer ist bunt, der Frühling ist bunt, fand ich die einfach richtig passend. Genau, setze ich gleich rein, probiere ich aus, hoffe meine Pflanzen überleben. So, ein weiterer Dekorationspunkt ist das hier. Das habe ich mir ausgesucht, um das natürlich ganz schön in mein neues Beet reinzulegen, weil mein neues Beet
Da soll noch Wasser mit rein und ich hatte ja so einen Springbrunnen gekauft bei Timo. Die sollen auch noch da rein. Das Beet ist ja leider noch nicht fertig, aber ich habe schon ein anderes Beet auserkoren, was so lange dann diese Kugeln. Es sind an der Zahl 5, jetzt muss ich zählen, wird schwer, 6 Kugeln, verschiedene Größen. Die kannst du ins Beet legen und dann sieht doch richtig schön aus. Ich finde das toll. Kann man auch für Zimmerpflanzen benutzen, aber es soll raus ins Beet. Wir haben draußen ein Erdmännchenbeet und ich glaube, dass die Kugeln sich da auch sehr gut drin machen. Freue ich mich. Als nächstes habe ich hier einen Hängetopf. Da bin ich mir nicht sicher, hänge ich den raus, hänge ich den rein, wo hänge ich den hin? Ich weiß es noch nicht. Der hat keine Löcher, also keine Öffnungslöcher. Das heißt, draußen, wo der Regen drankommt, wäre das vielleicht nicht so ganz optimal. Lieber dann doch was hier drinnen. Ich habe schon überlegt, irgendeine Ecke. Aber das ist auch alles relativ voll. Ursprungsüberlegung war irgendwo im Treppenhaus. Muss ich noch mit meinem Mann diskutieren. Der hat natürlich ein Mitspracherecht, wer wie was wohin in diesem Haus. Manchmal. Und ja, auf jeden Fall finde ich das sehr schön. Mit einem kleinen Pflänzchen drin. Und ja, habe ich mich schockverliebt und deswegen durfte das mit zu mir nach Hause. Da wir ja noch nicht genug Blumentöpfe oder hängende Blumentöpfe haben, habe ich hier noch ein Dreier-Set bestellt von Blumentöpfen. Die sind auch für drinnen oder draußen geeignet. So, das sind die Aufhängekettchen. So sehen die aus. Und das sind die Töpfe. Die sind hier unten in so einem Beige und im Allgemeinen auch so in so einem Creme-Weiß und dann unten dieses Braun-Beige. Weiß ich nicht genau. Dann habt ihr hier, wie gesagt, die Kette. Dann habt ihr hier so Löcher, da könnt ihr die Kette dran befestigen. So, und dann könnt ihr das sehr schön aufhängen. Meine Idee war, dass das auch für ins Pavillon. Da hat der Mann aber schon geäußert, irgendwann können wir nicht mehr aus dem Pavillon rausgucken, weil er überall was hängt. Muss ich mir recht geben. Auf jeden Fall fällt mir bestimmt irgendwas für ein. Und wenn es für im Gäste-WC, ich finde schon meinen Platz. Gab's dreimal, habe ich dreimal. Jetzt kommen wir. Ach nee, hier hat sich was versteckt. Diese kleinen unscheinbaren Kleberhaken sind fürs Pavillon gedacht. Ist auch mit meinem Mann so abgesprochen. Wir haben nämlich da so einen Lichtschlauch hängen. Da haben wir schon, wann haben wir den angebracht? Vor 2 Jahren, der leuchtet auch noch. Verzweifelt an der Befestigung. Hiermit sollte es eigentlich funktionieren. Das klebt ihr an das Pavillon oder wo ihr es dran haben möchtet oder an die Wand. Und dann habt ihr hier so Knipser. Da könnt ihr euer Kabel, euren Lichtschlauch, wie auch immer dran machen. Und ich denke, da kriegen wir sehr schön diesen Lichtschlauch oder die Lichtschläuche am Pavillon befestigt. Hätte man mir vor 2 Jahren mal sagen sollen, dass es sowas zu kaufen gibt, hätten wir uns nicht so eine Mühe gemacht mit Kleber und Magnet und etc., weil es hat überhaupt nicht gehalten. Aber hiermit, ich schnappe mir gleich einen Lappen und mache den Pavillon sauber und dann werden die dran geklebt und dann hält auch der Lichtschlauch. So, jetzt kommen wir zum Licht und damit dann auch schon zum Ende. Ich habe noch 4 Produkte, ihr habt es also gleich geschafft. So, jetzt kommt, wie gesagt, Licht, jede Menge Solar. Und zwar habe ich mir hier so ein, ich weiß gar nicht, wie lang ist der. Der ist schon ein paar Meter lang. Ich kann aber jetzt nicht sehen, 40 Fuß. Das ist ein Lichterdraht mit Solar, wie gesagt. Und der ist geplant, wir haben einen Baum im Garten. Einen. Und zwar den Maibaum, den ich meinem Mann vor vier Jahren war Schaltjahr, dieses Jahr ja auch, und dann vor vier Jahren habe ich meinem Mann einen Maibaum im Topf gekauft und den haben wir in den Garten gepflanzt, der wächst und gedeiht und dafür ist dieser Lichterdraht gedacht. Der lässt sich mit Erdspieß, lässt sich das Solarpanel in den Boden und er hat auch verschiedene Modis, das finde ich super. Da freue ich mich auf jeden Fall gleich im Regen, ich hoffe vielleicht hält mir irgendeiner den Regenschirm. Diesen Draht
um den Baumstamm zu wickeln. Und ich freue mich auf das Licht, was das wirft und was das produziert. Und ich hoffe, ich blende euch ein Foto ein. Seid gespannt. Ich mag Solarlichter im Garten sehr gerne und deswegen durften noch ein paar andere mit. Die ich jetzt habe, habe ich bei den Nachbarn schon gesehen. Ich so, hoch, wo waren die denn einkaufen? Und zwar diese hier. Hallo? Wie toll sind die bitte? Ich kann mir das im Wind, ne? Hier so wie die Gräser im Wind sich bewegen, tun das bestimmt auch diese Lämpchen. Ich finde die richtig cool. Die sehen ja wirklich schon optisch richtig cool aus. Und dann bin ich mal gespannt, wenn das Solarpanel richtig aufgeladen ist, wie das funktioniert. Auch die haben einen Schalter, ein Aus-, Aus- und Ein- und verschiedene Modis. Da bin ich echt gespannt. Da werde ich heute Abend mich in den Garten setzen und gucken, wenn alle meine neuen Lampen angehen und euch davon Fotos und Videos machen. Auf die bin ich ganz besonders gespannt. Und bei uns ist es immer so windig. Also werden die wahrscheinlich ganz viel Spaß im Wind haben. So, als nächstes habe ich zwei Solarwandlampen besorgt. Wobei wir da noch nicht genau wissen, wo wir die hinpacken sollen. Auch da ist Befestigungsmaterial dabei. Das sind diese hier. Ne, die haben vorne das Solarpanel und dann haben die oben und unten das Licht. Hinten haben sie einen On-Off-Knopf. Das funktioniert noch nicht, klar, ist ja nicht aufgeladen, weil die ganze Zeit im Karton. Habe ich, wie gesagt, zweimal. Ich kann mir aber schon vorstellen, wo ich es hinmache. Da muss ich allerdings gucken, wie ich es hinmache. Ob ich es mit Montagekleber festmache, weil Schrauben, das funktioniert da nicht. Also, oder ich nehme eine Holzlatte und stecke die dann in zu. Mensch, wie kommen die besten. Ja, jetzt geht's an. Hier, guck mal. Das ist schlau. Das funktioniert schon mal. Gut. Funktioniert das bei den anderen dann auch? Hey! Guck mal. Technik, die begeistert. Oh, hier ist aber eins abgegangen. Habe ich das hier verloren? War dir von vornherein klar, dass das geht, wenn ich das Panel zuhalte, ne? Ja, ja. Du wusstest das und erzählst mir nicht. Da geht's denn an, wenn's dunkel ist. Das ist blöd. Geht das dann hier auch? Oh! Blinkt sogar. Warte mal, was drücke ich denn jetzt hier? Frau Schlaumeier, jetzt. Ja, das ist. Eher was für den Weihnachtsmann, wa? Na, wir gucken mal, welches Modi nachts am. Ich glaube, so ein durchgehendes Licht. Ich freue mich. So, letzte Lampe. Wir haben noch eine, die ich jetzt testen kann. Wo kam denn die Schraube hin? Da. So, letzte Lampe. Dann habt ihr es geschafft. Dann seid ihr mich wieder los. Ganz viel feiner Draht. Mit jeweils 1, 2, 3 Lämpchen drin. Das soll so ein bisschen so eine Rakete nachstellen. So ein Feuerwerk. Können aber auch ganz viele Tausende von Glühbirnchen sein. Auch hier, ne? Ich weiß ja jetzt, wie es geht. So geht's. Ne? Könnt ihr das sehen? Ich kann nicht oft genug erwähnen, wie sehr ich doch LED-Lämpchen mag. Schatz, wie findest du das? Was? Richtig. So, genau. Auch da ist ein Erdspieß dran. Und dann könnt ihr das in euer Blumenbeet packen. Ich habe es geplant in meinen Blumentopf. Ich guck mal. Ich finde, ich habe einen großen Garten, viel Blumenbeete. Find ein Plätzchen. So, das war's. Ihr habt's geschafft. Wir sind durch. Das war meine erste Temu-Bestellung für den Monat April. Ich bin zufrieden. Ich mag's.
Ich mag vor allem, dass es auch jetzt mal in den Garten ging und nicht immer nur zu Hause drinnen, sondern auch mal draußen. Wenn euch was gefallen hat, die Produkte verlinke ich euch alle unten in der Infobox. Wenn ich einen Link vergessen habe, seid nicht traurig, schreibt mich an. Ich verlinke es euch auf jeden Fall nach. Ne? Ich bin ein Mensch, ich kann nicht an alles denken. Ich bin doch keine Maschine. Und wenn ihr mal bei Temu bestellen möchtet, dann nutzt doch den Code. Den gebt ihr einfach in die Suchleiste ein. Und da könnt ihr dann an das 100€ Gutscheinpaket kommen. Und wie ihr zu Temu kommt oder wie ihr euch die App runterladet, auch dazu ist ein Link in der Infobox. Genau. Mir macht Temu Shoppen auf jeden Fall immer wieder ganz viel Spaß. Und probiert es doch einfach mal aus. Die Lieferzeit bei Temu beträgt in der Regel 6 bis 7 Tage. Der Rückversand ist kostenlos und es geht auch richtig, richtig komplikationslos. Ich hatte nämlich jetzt in einer privaten Bestellung den Fall, dass mir was nicht gefallen hat bzw. es nicht gepasst hat. Kein Problem. Ich gehe in der App in meine Bestellung rein und sage Retoure und klicke den Artikel an, den ich Retoure schicken möchte. Und eigentlich innerhalb von einer Minute habe ich ein Rücksendeetikett. Und innerhalb von 2 Tagen war die Gutschrift schon wieder auf meinem Bezahlungsmittel drauf. Mega. Hat richtig gut funktioniert. Und der Support ist auch richtig nett, wenn ihr mal ein Anliegen oder ein Problem habt. Wendet euch an den Support. Die helfen euch so schnell wie es geht weiter. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir sehr gerne ein Abo, damit ihr keines meiner weiteren Videos verpasst. Insbesondere der Temu-Hauls. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei mir, auf meinem Kanal, bei den ganzen Temu-Unboxings, Food-Hauls, Putzmotivation und was ich auch noch so als komisches Zeug mache. Macht es gut, bleibt gesund, bis dann. Ciao.